Wenn du wissen willst, wie die finale Version des Fotohiker 44 aussieht, dann musst du jetzt dranbleiben. Fotozubehör. Fotirastli! Hallo! Wir haben in den letzten Tagen immer wieder solche Anfragen gehabt zu dem Rucksack. Und dann ist gesagt worden, ja, es gibt ja nie irgendwie ein Video zu der finalen Version. Ich habe dann auch mit Cosi Speed selber mal noch kurz geredet. Und wir haben dann auch gesagt, ja, wir sind schon wieder am Überarbeiten. Und ja, wir haben keins gemacht. Und dann habe ich gefunden, okay, machen wir halt mal kurz schnell eins. Eigentlich haben sie da eben einen Fehler gemacht, weil eigentlich sollte er Fotihiker heißen und nicht Fotohiker. Aber das werde ich dann schon noch mit Ihnen besprechen. Also, bei diesem Rucksack sind sie angegangen und haben das erste Mal gesagt, okay, wir machen einen komfortablen Rucksack zum Wandern und nachher schauen wir, wie bringen wir das Fotoequipment rein und nicht den anderen Weg. Wie bringe ich möglichst viel Fotoequipment in den Rucksack und am Schluss kannst du ihn nicht mehr tragen. Also, das ist so der Rucksack, wo viele in meinen Augen sicher schon lange darauf gewartet haben, weil man hat immer entweder hat man einen Rucksack gehabt, der bequem war zum Tracken oder Wandern und mit sehr viel Platz drin, aber irgendwie nie die Möglichkeit, um nachher noch irgendein Equipment rein zu tun. Oder du hast einen super Fotorucksack gehabt, aber wenn du ihn tragen musst, dann war es irgendwo ein Kack gewesen. Und von dem her haben wir da wirklich die Lösung dazu. Der ist hier auf der Unterseite, haben sie ein extrem gutes Nylon-Gewebe. Auf der Seite haben sie ein feineres Gewebe, das Spritzwasser geschützt ist. Das ist komplett wasserdicht. Es hat hier unten eine Regenhülle drin, wo man dann quasi von oben her auch noch wasserdicht machen kann. Der ganze Rucksack ist vegan. Also es hat kein Produkt von. Wie steht es da? Dieses Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, also komplett vegan. Wir haben, wenn wir hier schauen, auf der Seite die Möglichkeit, ein Laptop reinzutun. 16 Zoll Laptop geht rein. Und, was natürlich extrem spannend ist, das ist der Rückenteil hier. Wir haben nie einen Kontakt zwischen dem Rucksack und dem Rücken, der dann vielfach auch mit Schweiß so ein bisschen durchdrängt ist. Wir haben einen Hüftgurt. Auf beiden Seiten hat man kleine Taschen, wo man ein Handy oder irgendwie ein Twix, Rider, Ballisto, Milky Way, whatever reinbringt. Also man kann da schon noch ein paar Sachen drin tun. Wir haben auch auf der Seite unterschiedlich oder relativ grosse Taschen, wo ihr entweder irgendwie Wasser drin tun oder ihr könnt da über die Bändel irgendein Stativ drin tun. Und das haben wir auf dieser Seite haben wir das genau das gleiche auch nochmal. Plus wir haben natürlich auch von oben wieder die Bändel, wo man etwas quer rein tun könnte. Es hat auch Befestigungen für irgendwelche anderen Sachen, wo man, wenn ihr irgendeinen Pickel montieren wollt, oder was auch immer, könnt ihr das an dem Rucksack perfekt machen. Der obere Bereich hier ist halt so klassisch aufgeteilt in den Innenteil, wie man es kennt von diesen wirklichen Rucksäcken. Man kann hier zumachen, das kann man auch wieder grösser machen und da könnt ihr auch wieder den Abstand verstellen vom Deckel zum oberen Teil vom Rucksack. Wir haben hier rein, ich zeige es euch hier gerade, haben wir auch wieder die Möglichkeit, sehr viele Sachen reinzutun mit weiteren Innentaschen, wo man auch wieder Sachen reintun können, die zum Teil auch noch ausgepolstert sind, damit es nicht kratzt oder so. Und da haben wir sicher extrem viele Möglichkeiten, um etwas reinzutun. Ihr könnt auch
Das ist hier die Länge des Rücken verstellen. Also für kleinere wie mich kann man es zusammenfahren, für größere kann man es auseinander tun. Und somit dann halt wirklich ideal auf sich selber anpassen. Im Inneren haben wir für die Fotografen natürlich das Wichtigste, ein Fotocube, also ein Cube. Der Cube ist über so eine kurze Sicherheitsschlaufe da innen fixiert. Also wenn ihr jetzt das mal aufmacht und den Cube rausnehmen wollt, dann geht das nicht gerade raus, sondern ihr müsst es halt wirklich bewusst rausnehmen. Innen dran ist nachher das Laptopfach plus noch das Drahtgestell vom Aufbau vom Rucksack. Und wir haben zwischen dem oberen Fach und dem unteren Fach einen Zwischenstoff, der mit einem Reissverschluss auf und zu gemacht werden kann. Also wenn ihr als kompletten Wanderrucksack brauchen, könnt ihr ihn durchgängig nutzen. Wenn ihr ihn als Fotorucksack brauchen und der Unterteil für das Equipment reserviert ist, dann könnt ihr oben die Sachen einfüllen und es geht nicht alles zusammen, wenn ihr das nachher auseinandernehmt. Ich tue jetzt den Rucksack schnell am Boden runter und zeige euch schnell den Block, wo ihr die Kamera und das Objektiv rein tun könnt. Wir haben hier dabei immer den sogenannten XL-Cube. Es gibt mittlerweile auch noch einen kleineren Cube. Den sind sie aber, so wie ich weiss, gerade am Überarbeiten. Und der sollte dann in Kürze verfügbar sein. Das Ganze ist nicht einfach so lose aufgebaut, sondern es ist hier im Inneren ist er mit so Holz verstärkt. Und somit kann das nicht einfach so zusammenkehren. Und man kann, falls es mal nass wird, kann man es auch auseinandernehmen und trocknen. Also es ist nicht komplett zugenäht, sondern man kann es wirklich auseinandernehmen und auch trocknen. Wir haben hier ganz viele Einteiler, dass es für euch persönlich arrangieren könnt, damit das mit eurem Equipment auch passt. Wir haben für zwei, drei Systemkameras oder ein bis zwei DSLR mit entsprechendem Objektivplatz. Also es hat gut Platz, kommt halt ein bisschen darauf an, was ihr für Equipment habt. Bei der kleineren Box habt ihr natürlich ein bisschen weniger Platz, aber es ist... also ich sehe da wirklich ein paar Sachen, die ihr mitnehmen könnt auf eure Wanderung. Es ist halt schon immer so, wenn ihr wandern geht, müsst ihr natürlich möglichst wenig mitnehmen, weil ihr müsst ja alles selber schleichen. Also von dem her, ja, überlegt euch gut, was ihr reinpackt. Da haben wir noch zusätzliche Staumöglichkeiten für, keine Ahnung, Kabel, Filter, Fernauslöser, whatever. Also da haben sie schon sehr viel überlegt, dass sie das auch wieder unterteilt haben, damit man unterschiedlich viele Sachen rein tun kann. Und das Ganze ist natürlich auch noch mit der Größe von 44 Liter ist noch möglich, den Rucksack als Handgepäck in die Flügerinnen zu nehmen. Und da er veganisch als Ganzes, der Rucksack ist er auch ganz speziell gefertigt worden. Also man hat da sehr darauf geachtet, dass er auch umweltschonend produziert worden ist. Und soviel ich weiß, ist er zusammen mit Wode entwickelt worden. Wode ist ja der grosse Hersteller von Rucksäcken. Und dort hat Cosispeed mit denen ein bisschen zusammengespannt und hat den entwickelt und rausgebracht. Ich weiss, es ist in Planung, einen kleineren von diesen Rucksäcken rauszubringen, ich glaube einen 20 oder 24 Liter. Und es wird auch in einer zweiten Variante noch einen blauen von diesen Rucksäcken dann auf den Markt kommen. Das sollte, soweit ich weiss, im Sommer 2021 soweit sein. Aber
wie ihr ja alle wisst, im Moment ist alles so ziemlich schwierig und darum vielleicht klappt es, vielleicht klappt es auch nicht. In dem Sinn, falls noch Fragen sind zu dem Rucksack, unten dran posten. Das schauen wir uns natürlich gerne anschauen. Falls das Video für euch hilfreich war, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht kennt habt, abonniert doch den, abonnieren, dann kommt ihr eine Nachricht darüber, sobald wir ein neues Video freigeschaltet haben. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und einen schönen Tag. Tschüss!